Gut. Ja, dann herzlich willkommen zu einem weiteren Numerikfilmchen. Wir beschäftigen uns heute mal wieder mit den Mehrschrittverfahren. Und die Begriffe, die wir letztes Mal kennengelernt haben, Konsistenz und Konvergenz, die können wir direkt auf Mehrschrittverfahren übertragen. Die entsprechenden Definitionen dazu hatte ich schon gegeben. Jetzt stellt sich noch die Frage, ob man bei Mehrschrittverfahren, genauso wie bei den Einschrittverfahren, auch von Konsistenz plus dieser komischen Lipschitz-Bedingung direkt auf Konvergenz schließen kann. Und das ist halt nicht der Fall. Man braucht noch eine Zusatzbedingung. Und das ist die Bedingung der Stabilität. Ja? So, bevor wir zu dem Begriff der Stabilität beim Mehrschrittverfahren kommen, hier erstmal eine Definition, die sehr eng mit Mehrschrittverfahren zu tun hat und die auch ja, in der Theorie der Differentialgleichungen eine sehr große Rolle spielt und immer wieder auftaucht. Ja, das ist die sogenannte lineare Differenzengleichung. Ja, und die hat diese Form, sieht also ziemlich ähnlich aus wie ein Mehrschrittverfahren. Ja, links hat man eine Summe von diesen Eta J, ne, von angefangen von Eta J plus 0 bis Eta J plus R, ne, das ist also ein R-Schrittverfahren mit entsprechenden Koeffizienten davor. Und die Gleichung ist normiert, das heißt, der Koeffizient vor dem Eta J plus R ist gleich 1. Gut, auf der rechten Seite steht eine 0, deswegen spricht man auch von homogenen Differenzengleichungen. Ja, die ist linear, weil das quasi eine Linearkombination aus den Etas ist. Ne? So, und die Differenzengleichung ist R-ter Ordnung, weil ich halt von 0 bis R gehe. Ja? Und dementsprechend viele Koeffizienten habe in meiner Differenzengleichung. Ja, ja, und wir interessieren uns jetzt für eine Lösung einer solchen Differenzengleichung. Ja? So, diese Differenzengleichungen sind, wie gesagt, halt sehr eng verbunden mit Differentialgleichungen, auch höherer Ordnung, und diese wiederum mit Potenzreihen, ja, oder wenn man Potenzreihen halt nicht bis ins Unendliche betrachtet, halt mit Polynomen. Ja? Und ja, man kann das Ganze also auf ein Nullstellenproblem von Polynomen zurückführen im Endeffekt. Und da weiß man ja aus dem Fundamentalsatz der Algebra, dass ja, Nullstellen von Polynomen komplex sein können. Ja? Und das spiegelt sich auch hier wieder. Ja, also diese Lösung eta j plus r bis eta j, die können tatsächlich im Allgemeinen komplex sein. Ja? Und eine etwas genauere Formulierung ist, zu jedem Satz von komplexen Startwerten, ja, ich brauche natürlich Startwerte von eta 0 bis eta r minus 1 und dann kann ich ja, mein eta r dann berechnen. Ne? Ja, und das mache ich für jedes j und dabei dann bekomme ich eine unendliche Folge, ja, eta j. Und diese Folge eta j, die erfüllt die lineare Differenzengleichung, ja, die natürlich, weil ja j aus n 0 ist, unendlich viele Lösungen hat. Ja, ja. Jetzt kommt man dann irgendwie zu dem Begriff der Stabilität. Ja, vielleicht machen wir da noch ein kleines bisschen Wiederholung aus Numerik 1. Da hatten wir ja auch schon von Stabilität gesprochen. Ne? Wir hatten angefangen mit Kondition. Ja, Kondition, ja, bedeutet ja Folgendes, dann man sucht zu irgendeiner Problemstellung ein mathematisches Modell, ja, zum Beispiel ein lineares Gleichungssystem, was man lösen will. Ja, und die Kondition gibt an, inwieweit sich ein Inputfehler auf den Outputfehler auswirkt. Ja, und man spricht von numerisch gut konditioniert oder numerisch gutartig,
wenn halt die Größenordnung des Output-Fehlers in etwa gleich der Größenordnung des Input-Fehlers ist. Ja, aber dabei kommt es, wie gesagt, nur auf die Problemstellung an, ja, inwieweit sich ein Fehler im Input auf die exakte Lösung dann auswirkt. Ja, und wenn das Problem von vornherein schlecht konditioniert ist, dann ist es völlig unabhängig, völlig egal, welches Verfahren wir da verwenden. Das Verfahren wird bei schlechter Konditionierung dann auch gegen eine völlig andere Lösung konvergieren. Ja? Das ist Kondition. Ja? Und Stabilität bezieht sich auf das Verfahren. Ja, wenn ich einen kleinen Inputfehler in meinem Verfahren habe, ja, wie stark ist dann der Outputfehler? Ja? Und ein Verfahren heißt stabil, auch dann, genau dann, wenn der Outputfehler sich in etwa in derselben Größenordnung wie der Inputfehler bewegt. Ja. So, aber dieser Stabilitätsbegriff, den wir jetzt einführen, der hat damit eigentlich überhaupt nichts zu tun. Ja? Gut, irgendjemand ist mal auf die Idee gekommen, das stabil zu nennen. Ja? Stabilität beim Mehrschrittverfahren bedeutet irgendwie sowas wie, es muss eine Nullfolge irgendwie im Spiel sein. Ja, und natürlich kann man nicht erwarten, dass diese Folge Eta J hier eine Nullfolge ist. Das kann man ja nur dann höchstens erwarten, wenn unsere Lösung U auch für x gegen unendlich gegen 0 konvergiert. Ne? Aber das haben wir im Allgemeinen nicht. Ja? Aber was man erwarten kann, ist das hier. Dass Eta J dividiert durch J eine Nullfolge ist. Ja? Ja, damit hat man die Eta J so ein bisschen eingeschränkt, ne, sozusagen. Also das Wachstumsverhalten der Eta J soll irgendwie stabil sein. So kann man es sich irgendwie vorstellen. Ne? Ja. Man spricht auf jeden Fall von stabil, wenn das hier der Fall ist. Ja? So, und jetzt wird es ganz komisch, die Definition der Stabilität ist eine andere. Ja? Und das ist Gesundheit. Ja, diese hier, die wir auf der nächsten Folie sehen, aber dafür brauchen wir erstmal noch eine weitere Definition. Die Stabilität ist nämlich durch das sogenannte erste charakteristische Polynom der Differenzengleichung gegeben oder des Mehrschrittverfahrens, das ist völlig egal. Ja, das heißt nicht umsonst charakteristisches Polynom, das werden wir gleich bei dem ersten Beweis sehen, dass das direkt auf das charakteristische Polynom zurückzuführen ist, was wir schon kennen, nämlich das aus der linearen Algebra zur Bestimmung der Eigenwerte. Ne? Klar, und das hat direkt was damit zu tun. Im Endeffekt ist es, kann man es ganz einfach bestimmen, man braucht einfach nur die Koeffizienten AI des Mehrschrittsverfahrens, ja, und packt die halt in eine Summe, Summe AI, die Variable ist Lambda hoch I, damit bekommt man ein Polynom und das nenne ich Chi von Lambda und das ist das erste charakteristische Polynom. Ja? Wie gesagt, die linke Seite stimmen bei der Differenzengleichung und bei dem Mehrschrittverfahren überein. Ja? Der einzige Unterschied ist, dass bei dem Mehrschrittverfahren halt noch eine rechte Seite vorkommt. Und jetzt sehe ich gerade diesen Fehler auf der Folie, hier fehlt noch ein H. Ja, da muss H mal die Verfahrensfunktion stehen. Ne? So. Und die Definition der Stabilität, eigentlich würde man es andersrum erwarten. Normalerweise würde man jetzt sagen, ein Verfahren heißt stabil, wenn Limes für J gegen unendlich Eta J durch J gleich 0 ist. Ne? Und dann sucht man ja nach Kriterien, wie ich dann diese Stabilität prüfen kann. Ja? Hier ist es andersrum. Ja, ist leider Gottes so. Die Stabilität ist über das Kriterium definiert. Und das Kriterium lautet folgendermaßen. Ja? Also ich betrachte mein charakteristisches Polynom meines Mehrschrittsverfahrens und bestimme die Nullstellen. Ja? Die können komplex sein. Ja? So, und dann betrachte ich alle die, für die gilt Betrag Lambda I gleich 1. Ja, das sind alle Nullstellen, die auf dem Einheitskreis liegen. Ja? So, und wenn nur die Vielfachheit 1 haben und ansonsten gilt, hier steht, dass Betrag Lambda I kleiner gleich 1 ist, dann nennen wir das Verfahren stabil. Ja?
So, und wenn es nur eine Nullstelle gibt, die betraglich gleich 1 ist und alle anderen sind betraglich echt kleiner als 1, dann sprechen wir sogar von starker Stabilität. Ja. Genau, das ist die Definition, also in dem Fall ist das Kriterium die Definition. Und wir müssen jetzt beweisen, ja, dass das genau dann der Fall ist, wenn diese Stabilitätsbedingung erfüllt ist, diese Nullfolgenbedingung für eta j durch j. Ja. Und zwar startwertunabhängig. Ne? Das heißt, die Wahl meiner Startwerte von eta 0 bis eta r minus 1, die muss natürlich beliebig bleiben. Ja? So, den Beweis will ich auf jeden Fall machen und da gibt es auf jeden Fall noch die Auflösung, warum oder was das charakteristische Polynom von Mehrschrittverfahren mit dem charakteristischen Polynom zur Eigenwertbestimmung zu tun hat. Ja, das ist jetzt der Beweis von Satz 9.5. Ist ein langer Beweis, ja? Wir wollen heute ein bisschen Kondition im üblichen Sinne. Okay, ich fange an mit der Rückrichtung. Also meine Voraussetzung ist jetzt, dass Limes für j gegen unendlich von eta j durch j gleich 0 ist. Und zwar startwertunabhängig. Ne? Ja. Jetzt will ich dieses Kriterium da zeigen. Das heißt, ich betrachte jetzt eine Nullstelle des charakteristischen Polynoms. Die nenne ich Lambda. Ja, also Lambda soll eine Nullstelle von Chi sein. So, und dann behaupte ich, dass die Folge eta j gleich Lambda hoch j, ja, ich hatte ja gesagt, die Lösung von Differenzengleichungen sind Folgen, und dass die Folge Lambda hoch j eine Lösung der Differenzengleichung ist. Also, dann ist die Folge eta j gleich Lambda hoch j. Eine Lösung der Differenzengleichung. Okay, das kann ich nicht einfach behaupten, das muss ich beweisen. Also, Komma, denn. Ja gut, wie zeige ich, dass irgendetwas eine Lösung ist? Ich setze es ein. Ne? Ja, also ich betrachte die lineare Differenzengleichung, die sah ja so aus. Eta j plus r plus a r minus 1 mal eta j plus r minus 1 plus und so weiter und das letzte wäre a0 eta 0. Eta j, Entschuldigung. Ja. Ja, jetzt setze ich das ein für eta j. Setze ich Lambda hoch j ein. Dann ergibt sich hier Lambda hoch j plus r. Plus a r minus 1 mal Lambda hoch j plus r minus 1 plus und so weiter eta 0 mal Lambda hoch j. Ja? So, jetzt klammere ich aus. Was ist das Höchste, was ich ausklammern kann? Ja, Lambda hoch j. Ne?
Dann bleibt in der Klammer übrig Lambda hoch R plus AR minus 1 mal Lambda hoch R minus 1 plus und zum Schluss Eta 0. Wieso schreibe ich Eta 0? Ahnung. Ja, und siehe da, was da in der Klammer steht, ist ja nichts anderes als das charakteristische Polynom ausgewertet an der Stelle Lambda. Das ist das Chi von Lambda. Ja? Aber Lambda war ja eine Nullstelle von Chi, damit ist Chi von Lambda gleich 0, also insgesamt kommt hier 0 raus. Ne? Ja? Okay, das war nur der erste Teil. Ja, aber ich habe ja noch gar nicht meine Voraussetzungen verwendet, ne? Minus von Eta J durch J gleich 0, ne? Das brauche ich ja noch. Ja. Okay, was will ich überhaupt zeigen? Naja, erstmal steht da für Betrag Lambda gleich 1, muss die Vielfachheit der Nullstelle 1 sein. Und sonst muss immer Betrag Lambda kleiner gleich 1 gelten. Das heißt, ich muss Betrag Lambda größer als 1 von vornherein ausschließen. Ja? So. Und die Voraussetzung ist ja, dass der Grenzwert für j gegen n von Eta j durch j gleich 0 ist. Egal was Eta j ist, also auch insbesondere für Lambda, j, Lambda hoch j. Ja? Ne? Lambda hoch j ist ja, habe ich ja gerade gezeigt, eine Lösung der Differenzengleichung. Ist also eine legitime Wahl für Eta j. Also nach Voraussetzung gilt Limes für j gegen unendlich von Lambda hoch j durch j gleich 0. Ja? So, angenommen Betrag Lambda ist echt größer als 1. Naja, dann wird die Folge aber divergieren. Ja? Hm? Kann man beweisen. Hm? 2 hoch n durch n, 3 hoch n durch n, 4 hoch n durch n. Das geht gegen n, das ist nicht konvergent. Ja, nur das kennt man aus der Analysis, weiß ich. Die Exponentialfunktion im Zähler halt gegenüber einem Polynom im Nenner immer durchsetzt. Ne? Das ist die Aussage. Ja, also muss auf jeden Fall gelten, dass Betrag Lambda kleiner gleich 1 ist. Ne? Ja, ansonsten, ich schreibe es mal so hin, würde Lambda hoch j durch j divergieren nach Analysis. Ja, gut, da haben wir das schon mal. Ja, jetzt müssen wir nur noch das Gedöns mit den Vielfachheiten klären. Ja? Und naja, wir erinnern uns ja noch mal zurück an die lineare Algebra. Was bedeutet Vielfachheit? Naja, ich kann ja aufgrund, also mit Hilfe des Fundamentalsatzes der Algebra bekomme ich ja immer eine irreduzible Zerlegung mit Hilfe der Nullstellen. Ja? Und die Exponenten in dieser Zerlegung geben die Vielfachheiten der Nullstellen an. Also wie oft kommt eine Nullstelle in meiner Zerlegung vor. Ne? So. Und in der Analysis haben wir kennengelernt, dass zum Beispiel eine doppelte Nullstelle, ja, in R jetzt mal, ne, das ist eine Funktion von einer R, eine doppelte, ja, wir sind C, aber okay. In R ist eine doppelte Nullstelle immer ein lokales Extremum. Ne? Man sagt dann auch, dass die Funktion die X-Achse nicht schneidet, sondern berührt, ne, eine doppelte Nullstelle. Ja? So, aber das, die Theorie lässt sich auf C übertragen. Auf jeden Fall gilt,
Ja, und das kriegt man ja aus dem Fundamental, das ist der Algebra raus. Ne? Wenn man das einmal ableitet, und die Nullstelle kommt mehrfach vor in der Zerlegung, bleibt ja auch bei der Ableitung immer noch ein Exponent übrig, der ungleich 0 ist. Ne? Und wenn ich dann die Nullstelle einsetze, kommt wieder 0 raus. Ja? Das heißt, die erste Ableitung ist auf jeden Fall 0. Ne? Bei einer mehrfachen Nullstelle. Ne? Ja, also ich mache jetzt einen Widerspruchsbeweis. Ich nehme an, dass Lambda eine mehrfache Nullstelle ist. Mit Betrag Lambda gleich 1. Ne? Ja? Das will ich da ausschließen. Ne? Wenn Betrag Lambda gleich 1 ist, habe ich Vielfach an 1. Also gehe ich davon aus, dass das eine mehrfache Nullstelle ist. Dann ist aber die erste Ableitung des charakteristischen Polynoms an der Stelle Lambda wieder 0. Ja? Genau. Und ja, dann setze ich das, was entsteht, wieder ein. Das wieder. So. Wieder eine Rechnung, genauso wie wir es gerade hatten. Gut, also ich mache jetzt die folgende Widerspruchsannahme. Sei Lambda mehrfache Nullstelle mit Betrag Lambda gleich 1. Ne? Dann ist Chi Strich von Lambda gleich 0. Ja. Dann bilden wir doch mal die erste Ableitung. Das ist R mal Lambda hoch R minus 1 plus R minus 1 mal AR minus 1 mal Lambda hoch R minus 2 plus und so weiter. Naja, der konstante Term A0 abgeleitet ist 0. Dann steht da noch A1 Lambda zum Schluss und davon die Ableitung ist A1. Und das ist 0. Ja. Jetzt behaupte ich, dass auch die Folge J mal Lambda hoch J die Differenzengleichung löst. Die nenne ich auch wieder Eta J. Ja, dann kann ich die Voraussetzung dann, wenn ich das bewiesen habe, wieder darauf anwenden. Also J mal Lambda hoch J ist auch Lösung der Differenzengleichung. Denn, ja, da einsetzen. Ne? Also, ich setze J mal Lambda hoch J ein. Eta J plus R ist dann J plus R mal Lambda hoch J plus R. Dann kommt AR minus 1 zuerst. Ne? Mal J plus R minus 1 mal Lambda hoch J plus R minus 1. Plus und so weiter. Ja, und zum Schluss steht da A0 mal J mal Lambda hoch J. So, jetzt muss ich ein bisschen rechnen.
Ich wende das Distributivgesetz an. Ja, überall in jeder Klammer steht ja ein J. Ne? Also klammere ich das J aus. Und dann das Lambda hoch J kann ich auch ausklammern. So. Das ergibt mir hier erstmal ein Lambda hoch R. Das plus R mal Lambda hoch J plus R lasse ich jetzt mal außer Acht. Das schreibe ich dahinter. Wie gesagt, Distributivgesetz. Erstmal steht hier plus R minus 1. Ne, plus AR minus 1. Lambda hoch R minus 1, ne? Lambda hoch J habe ich ja ausgeklammert, plus und so weiter, und zum Schluss steht da A0. Ja? Ja, was bleibt noch übrig jetzt? Plus R mal Lambda hoch J plus R. Plus R minus 1 mal Lambda hoch J plus R minus 1 plus und so weiter. Entschuldigung, da fügt das wieder ein. AR minus 1. AR minus 1 mal R minus 1 in Klammern mal Lambda hoch R minus 1. J plus R minus 1. Plus und so weiter. Und der letzte Term wäre A1 mal Lambda hoch J plus 1. Ja. Okay. Ja, was habe ich jetzt gewonnen? Naja, da steht wieder mein charakteristisches Polynom an der Stelle Lambda. Das ist 0. Naja. Und wenn ich das jetzt hier wieder Lambda hoch J ausklammere, irgendwas. Ja, das ist richtig. AR ist ja 1, genau. Genau, wenn ich jetzt Lambda hoch J wieder ausklammere, steht da genau die erste Ableitung. Hm? Wenn ich J plus Lambda hoch J plus 1 ausklammere. So. Ja, ich muss Lambda J plus 1 ausklammern. Na, wenn ich das ausklammere, Lambda hoch J plus 1, ja, dann steht hier zuerst Lambda hoch R minus 1, Lambda hoch R minus 2 und zum Schluss nur noch 1. Und das ist genau die erste Ableitung. Ja? Und die ist ja auch 0. Ne? Also ist alles, der ganze Term gleich 0, und ja, J mal Lambda hoch J ist wieder eine neue Lösung meiner Differenzengleichung. Ja? Okay, ja, und jetzt verwende ich noch die Voraussetzung und komme hoffentlich dann auf den Widerspruch. Ne? Ja, also. Die Widerspruchsannahme lasse ich noch mal stehen. Ja, vielleicht noch mal ganz kurz zum Gucken. Das war ja viel Rechnerei. Schon mal ein paar Tücher.
Okay, ab hier Fisch. Ja. Dann verwende ich die Voraussetzung, ne? Eta J durch J. Eta J war ja jetzt J mal Lambda hoch J durch J gleich Lambda hoch J. Und nach Voraussetzung geht das ja für J gegen unendlich gegen 0. Ja? So, das kann aber nicht sein. Lambda hoch J kann nicht gegen 0 gehen, wenn Betrag Lambda gleich 1 ist. Ne? Also haben wir hier den Widerspruch zu Betrag Lambda gleich 1. Ne? Also kann das alles nicht sein, also war die Annahme Quatsch. Und eine Nullstelle mit Betrag Lambda gleich 1 kann nur einfach sein. Damit wäre der erste Teil des Beweises abgearbeitet. Dann kommen wir zur Hinrichtung. Ja, also sei das Mehrschrittverfahren stabil. Ja, das heißt, die Kriterien aus Definition 9.11 seien erfüllt. Ne? Also alle Nullstellen sind betraglich kleiner gleich 1 und die, die betraglich gleich 1 sind, sind einfach. Ne? So, ich betrachte jetzt mal meine Differenzengleichung in Matrix-Schreibweise. Ja, und wenn ich das mache, dann kommen wir nämlich auch ja, zum charakteristischen Polynom, welches wir schon kennen. Also ich betrachte jetzt mal die folgende Matrix-Schreibweise. Mal gucken, ob ich das noch hinbekomme. Ich betrachte die folgende Matrix. Die hat... Also schreibt erstmal die letzte Zeile, ist vielleicht einfacher. Als letzte Zeile hat die die negativen Koeffizienten meines Mehrschrittsverfahrens, ja? Also so, als hätte ich nach Eta R oder nach Eta J plus R aufgelöst. Ne? Dann kommen die ja mit negativen Vorzeichen auf die andere Seite. Und zwar fange ich an mit minus A0 und ende mit minus AR minus 1. Ja? So, das ist eine R-Kreuz-R-Matrix. Die ist reell, die Koeffizienten des Mehrschrittverfahrens sind ja reell. So, und ansonsten, auf der oberen Nebendiagonalen stehen Einsen. Also hier stehen eine 1 und an zweiter Stelle in der ersten Zeile. Und das zieht sich so durch. Und ansonsten stehen bis auf die letzte Zeile auf der Diagonalen Nullen. Und sonst sind es auch nur Nullen. Ja? So, und die rechte Seite bekomme ich nicht mehr hin. Beziehungsweise den Vektor, mit dem ich
die Matrix multipliziere. Ja, ist vielleicht aber doch gut, wenn ich den noch hinschreibe, damit man alles gemeinsam sieht. Und so. Also der Vektor, mit dem ich die Matrix multiplizieren möchte, nenne ich groß UJ. Und das ist der Vektor aus den Komponenten eta j, eta j plus 1 bis eta j plus r minus 1. Ja? Dieser Vektor hat Komponenten von j plus 0 bis j plus r minus 1. Das sind r-Komponenten, also kann ich den ruhig mit der Matrix multiplizieren. Ja, was passiert denn, wenn ich a mal uj bilde? Naja, die Einsen auf den Nebendiagonalen bewirken ja, dass hier die Komponente immer versetzt rauskommt. Also wir fangen jetzt an mit eta j plus 1 bis eta j plus r minus 1 und zum Schluss, naja, kommt eta r raus, eta j plus r raus. Ne? Ja, weil das ist ja genau die letzte Zeile, ja, wenn ich die letzte Zeile mit diesem Vektor multipliziere, erhalte ich ja genau meine Differenzengleichung aufgelöst nach eta j plus r. Ja? Also, also es gilt a mal uj. Na gut, das ist ja dann eta j plus 1 bis eta j plus r und das ist, wäre ja dann uj plus 1. Ne? Ja, gut. Hier steht noch Nachrechnung. Haben wir gemacht. So, induktiv bekomme ich jetzt eine Matrixpotenz da rein. AJ ist Quatsch, UJ. UJ wäre jetzt A hoch J mal U0. Und U0 wäre ja dann eta 0, eta 1 bis eta r minus 1. Das ist r hoch r. Ja, und ich behaupte jetzt, dass das charakteristische Polynom von dieser Matrix, was auf die Eigenwerte führt, bis auf ein Vorzeichen dasselbe ist wie das charakteristische Polynom des Mehrschrittsverfahrens. Ja, also es gilt, so für das charakteristische Polynom einer Matrix hatten wir auch dieses Chi benutzt, ne? Chi A von Lambda. Ich erinnere noch mal, was es war, das ist Determinante von A minus Lambda mal die Einheitsmatrix. Ja, I ist jetzt hier die Einheitsmatrix. Die R kreuz R Einheitsmatrix. Ne? Ja, und ich behaupte, dass das dasselbe ist wie minus 1 hoch R mal Chi von Lambda. Ja? Und das Chi von Lambda war ja das charakteristische Polynom unserer Differenzengleichung. Ja? Ja, also bis auf ein Vorzeichen sind diese Polynome gleich. So, warum ist das so? Das ist eklige Rechnerei mit viel Punkt, Punkt, Punkt und so weiter. Man muss ja, a minus lambda mal i bilden, dann mit dem Laplace'schen Entwicklungssatz die Determinante berechnen. Und da das viel Schreibarbeit ist, ist das eine Übungsaufgabe. Ne? Gibt auch eine Musterlösung dazu. Die war auch eklig zu techen. Okay.
Ja. So, jetzt brauchen wir die Voraussetzung. Ne? Die Voraussetzung war ja, das kann ich sogar noch stehen lassen, ne? Das Mehrschrittverfahren sei stabil. Also bedeutet das ja, sage, sei Lambda eine Nullstelle von Chi von A, Chi von Lambda, dann ist Betrag Lambda kleiner gleich 1. Ne? Das war unsere Voraussetzung. So. Betrag Lambda gleich 1 kann angenommen werden, ne? Aber das interessiert uns jetzt nicht. So. Jetzt steht hier Rho von A gleich 1. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich glaube, hier muss auch kleiner gleich 1 stehen und das macht auch nichts für den Rest des Beweises. So, was war dieses Rho? So, ja. So, dann nutzen wir jetzt den Vorteil aus, dass wir hier alle Folien auch aus Numerik 1 hier noch parat haben. Das heißt, ich mache jetzt hier mal eine kleine Wiederholung. Nee, was habe ich jetzt gemacht? Okay, ich weiß immer noch nicht, wie man an den Anfang der Folien geht. Gut. Ja, Numerik 1 ist auch übrigens noch eine kleine Wiederholung zu Eigenwerten. Ja, wer das vergessen hat, ne, und charakteristischen Polynom einer Matrix. So, wir hatten uns aber beschäftigt mit Matrixnormen. Ja? So, was eine Norm ist, kennen wir ja. Ne? Die muss definit homogen sein und die Dreiecksumgleichung erfüllen. Ja, und normalerweise waren wir das ja gewohnt, Normen für Vektoren anzugeben, also Normen in Vektorräumen. Aber man kann sich auch Normen für Matrizen überlegen. Ja, anfangs hatten wir das mit LUP bezeichnet, das hieß irgendwie Lower Upper Bound, sind aber von der Bezeichnung eh wieder abgekommen und wir schreiben jetzt ganz gewohnt unsere Norm doppelt über Doppelstriche, ne, über Doppelstriche für Norm. Ja? So, wir hatten uns ein paar Normen angeguckt, das war zum Beispiel die Zeilensummennorm, ne, das ist, wenn ich betraglich alle Elemente in einer Zeile aufsummiere und über alle Zeilen das Maximum nehme. Und das Ganze kann ich auch spaltenweise machen, dann erhalte ich die 1-Norm, die Spaltensummennorm. Ja, die hat den Index unendlich, weil das die zum Maximumsnorm zugehörige Operatornorm ist. Das ist jetzt unwichtig, wer es nachlesen will, guckt auf die Folien davor, was das bedeutet. Ja? Man braucht immer eine zugehörige Vektornorm. Ne? Und die zur Zeilensummennorm ist die Maximumsnorm, zur Spaltensummennorm ist die 1-Norm. Deswegen hier diese Indizes. Ja? Dann gibt es die Frobenius-Norm, die dann auch bei der Matrix, bei Matrixnormen 1-Norm genannt wird, komischerweise, oder auch Schur-Norm. Ja, das ist Norm A und ein F. So habe ich die jetzt bezeichnet, um die von den anderen zu unterscheiden. Ja, das ist die Wurzel aus allen, aus den Quadraten, aus der Summe aller Quadrate aller Einträge. Ja?
So, jetzt könnte man überlegen, dass die zu der 2-Norm, also zu der bekannten euklidischen Norm, verträgliche, die zugehörige Operatornorm, ist aber nicht. Es ist mit der euklidischen Norm verträglich, aber es ist nicht die zugehörige Operatornorm. Ja, und dann haben wir damals nach der zugehörigen Operatornorm zur euklidischen Norm, die haben wir gesucht, brauchten dafür Eigenwerte. Da habe ich eine Wiederholung zu Eigenwerten gemacht. Ja. Und eine sehr wichtige Norm in der Numerik ist nämlich genau die, die wir da gesucht haben, das ist die sogenannte Spektralnorm. Die hat jetzt Index 2, weil sie halt die zur euklidischen Norm zugehörige Operatornorm ist. Ja, und das ist einfach ja, die Wurzel aus dem betraglich maximalen Eigenwert von a mal a transponiert. Ja? So, wenn jetzt a symmetrisch ist, dann gilt ja a mal a transponiert ist a Quadrat. Und dann ist das einfach der betraglich maximale Eigenwert von a. Und wenn a sogar symmetrisch positiv definiert ist, dann wissen wir, dass alle Eigenwerte positiv sind. Dann ist die Spektralnorm sogar gleich dem größten Eigenwert. Ja? Okay. So, und was uns jetzt eigentlich interessiert, ist das hier. Der betraglich maximale Eigenwert von a. Und zwar unabhängig davon, ob es asymmetrisch ist oder nicht. Unser A, was wir hier gerade betrachten, ist ja gar nicht symmetrisch. Aber das ist völlig egal. Das ist jetzt das, was uns eigentlich interessiert. Weil wir nicht unbedingt die Eigenwerte von A mal A transponiert berechnen sollen. Ja, wenn A nicht eine hohe Konditionszahl hat, dann A mal A transponiert erst recht. Ja, also A mal A transponiert will man eigentlich nicht ausrechnen. Ja? Das heißt, man sucht nach einem anderen Kriterium. Ja? Weil wichtig ist zum Beispiel für die Konvergenz von numerischen Verfahren für linear-gleichen Systemen, dass so eine Matrixnorm immer echt kleiner ist als 1. Ja? Aber wie gesagt, die will man nicht berechnen, sondern also man will a mal a transponiert nicht unbedingt berechnen, weil das numerisch instabil wird. Deswegen kommt man zu einer anderen Definition und das ist das hier. Und das ist das, was ich jetzt in dem Beweis verwenden möchte. Das ist der sogenannte Spektralradius. Ja? Das ist genau der betraglich maximale Eigenwert von A. Ne? So. Und nach einer Aussage von Schur, die benutzt wird, kann man beweisen, dass man quasi bei jeder Analyse, die man macht, eine Matrixnorm durch den Spektralradius ersetzen kann. Ja? Genauer gesagt gilt Folgendes. Also der Spektralradius ist immer kleiner gleich einer Matrixnorm. Die eine Richtung kann man beweisen, die Umkehrrichtung, die gilt nicht ganz, ja? Aber es gilt, dass es für alle Epsilon größer 0 eine Matrixnorm A Epsilon gibt, sodass diese aber dann kleiner gleich Rho von A plus Epsilon ist. Und Epsilon kann ich beliebig klein wählen. Ne? Also gehe ich davon aus, dass Rho von A gleich irgendeiner Matrixnorm A ist. Und welche Matrixnorm A man betrachtet, ist auch völlig egal, das werde ich gleich noch so kommen. Brauchen wir auch in dem Beweis. Alle Normen sind äquivalent. Ja, also es ist völlig egal, ob ich jetzt hier bei Konvergenzanalysen eine Matrixnorm betrachte oder Rho von A, also den betraglich größten Eigenwert. Ja? So, und dieses Rho von A verwende ich jetzt, wie gesagt, im Beweis. Genau. Ja. Ne? Und was hatte ich gesagt? Ne? Wenn alle für alle Lambda gilt, dass die betraglich kleiner gleich 1 sind, dann ist auch der betraglich größte kleiner gleich 1. Also ist auch hier Rho von A kleiner gleich 1. Ja? So, und nach diesem Satz 3,2, den verwende ich jetzt hier auch, weiß ich, es gibt auf jeden Fall eine Matrixnorm, sodass auch sodass ich hier auch Norm A schreiben kann. Und ich gehe jetzt in dem Beweis, gehe ich jetzt tatsächlich über zu den Matrixnormen. Also hier brauche ich die Matrixnorm. Ja.
Ja, also Satz 3-2. Entweder ist das von jetzt auf gleich in die Hände gegangen oder vom falschen Stück. Das ist ausgetrocknet. Ja. Hier ist auch noch einer. Ja, danke. Gucken, ob der geht. Ja. Ja, passt. Also Satz 3-2, daraus folgt, es existiert eine Matrixnorm. Mit Norm A. Auch kleiner gleich 1. Hier steht gleich 1, ich weiß nicht warum. Aber brauchen wir nicht. Kleiner gleich reicht. Okay. Ja. Worauf ich jetzt hinaus will. Ich will die unendliche Norm. Von so einem Vektor UJ betrachten, also das betraglich maximale Eta. So, und es ist wie gesagt völlig egal, welche Norm ich betrachte. Das gilt sowieso, sowohl für Matrix als auch für Vektornormen. Denn in C hoch R, wir betrachten ja hier in C hoch R, sind alle Normen äquivalent. Und schreibe ich mal an, was das bedeutet. Weil das hat man nämlich in Analysis nicht. Also alle Normen auf C hoch R sind äquivalent. Ja. Das heißt, es gilt Folgendes. Ich betrachte jetzt irgendeine Norm, zu der sage ich gleich noch was dazu. Und die Unendlich-Norm. So, Äquivalenz bedeutet, dass es eine Konstante k größer 0 gibt, sodass folgende Ungleichungskette gilt. 1 durch k mal Norm uj ist kleiner gleich die Unendlich-Norm von uj. Und hier steht wieder k mal Norm UJ. Ja. So, das sind jetzt Vektornormen. Ja. Das sind jetzt keine Matrixnormen. Das gilt auch für Matrixnormen. Ja. Ja. Dieses K ist eigentlich nur, dass hier 1 durch K steht und hier K ist ein schönes Ergebnis, ist aber auch eigentlich irrelevant. Ja, das heißt, ich kann jede Norm betraglich nach oben durch eine Konstante mal eine andere Norm abschätzen, als auch nach oben und nach unten. Ne? Also nach unten gegen Konstante mal eine andere Norm und nach oben. Ne? Ne? Das heißt, es ist völlig egal, welche Norm ich betrachte. Ne? Ne? Die unterscheiden sich alle nur durch eine Konstante. Irgendwie, ja. So. Ja, das ist ein Resultat aus der Analysis, das ich jetzt nicht beweise. Ich möchte diese Ungleichungskette jetzt aber hier verwenden, ja, um nämlich den ganzen Beweis quasi auf die Maximumsnorm runterzubrechen. So, jetzt muss ich aber erstmal was zu dieser Norm sagen. Ja, das ist die, diejenige Vektornorm,
zu der diese Matrixnorm da unten die zugehörige Operatornorm ist. Ja? Warum schreibe ich noch irgendwelche Buchstaben dran? Die hieß ja in Satz 2.2 hieß ja Norm A Epsilon. Dann fixiere ich das Epsilon doch einfach mal mit einem Epsilon quer. Ja? Es existiert ein Epsilon, so das gilt. Also nenne ich diese Matrixnorm, indiziere ich die mit Epsilon quer. Dann indiziere ich die hier auch mal mit Epsilon quer. So. Ja, also. Norm A Epsilon quer sei die zu der Vektornorm hier mache ich das wohl nur einen Punkt rein zugehörige Operatornorm. Und dann machen wir es ganz vollständig. Die Maximumsnorm ist eine Vektornorm, ne? Ist nicht die Zeilensummennorm, die ich eben auf der Folie hatte, ist die Vektornorm. Das ist einfach das die betraglich maximale Komponente. Also das Maximum, 1 kleiner gleich i kleiner gleich r, von Betrag uj. I, ja, also die i-te Komponente von UJ alles sein. Ne? So. Jetzt wische ich das hier weg. Brauchen wir noch im Hinterkopf, dass diese Epsilon Quernorm kleiner gleich 1 ist. So, dann schätze ich jetzt mal dieses UJ in der Epsilon-Quernorm nach oben ab. Ja? So, UJ war ja A hoch J mal U0. Ne? So, das kann ich auseinanderziehen. Aber mit kleiner gleich. Vorsicht, ja? Das wäre ja so, ne? J mal, ich schreibe es erstmal hin und dann sage ich was dazu. Ja? Matrixnormen sind submultiplikativ. Ja? Also wenn ich Matrix mal Vektor habe und daraus die Norm ziehen will, ist das kleiner gleich. Die Matrixnorm mal die Vektoren. Ja? Könnt ihr auch auf meinen Folien aus Kapitel 1 nachlesen. Ja? Das ist die sogenannte Submultiplikativität. So, aber das hat ich ja gesagt, das ist kleiner gleich 1. Ne? Naja, und das U0 in der Norm, das würde ich jetzt gegen die Maximumsnorm abschätzen. Ja, schreib erstmal. Norm U0, Epsilon quer, also Norm U0, Epsilon quer. Ja? Diese Äquivalenz hier der Normen nenne ich mal Stern, das verwende ich jetzt.
So, ich will jetzt auf die Maximumsnorm zurückkommen. Also aus Stern folgt jetzt, es existiert ein K größer 0, so dass U0 in der Maximumsnorm jetzt kleiner gleich K mal UJ in der Epsilon-Norm ist, ja. Und das hatten wir gerade nach oben abgeschätzt gegen U0 in der Epsilon-Quernorm. K mal UJ. U0. Ja. Das war unser Resultat mit Zeile darüber. Und das ist kleiner gleich, ja. Jetzt schätze ich das nochmal nach oben ab gegen, also ich verwende wieder die Äquivalenz von Normen gegen, das ist völlig egal, was für eine Konstante ist, K-Schlange mal U0 in der Maximumsnorm. Ja? Dann muss ich natürlich hier schreiben, es existieren K und K-Schlange, wo es dann rückt. So. Ja, lange Rede, kurze Sinn, K, K, Schlange, U0 in der unendlichen Norm interessiert uns alles nicht mehr. Das ist eine Konstante, was da steht. Ja? Die nenne ich C und die ist größer als 0. Ja, also ist Norm UJ hier muss UJ stehen. Sorry. UJ in der unendlich Norm. Ne? Das heißt also, unser Resultat ist jetzt nichts anderes als das folgende. UJ ist in der Maximumsnorm beschränkt. Ne? So, und was bedeutet das jetzt? Wir wollen ja die Folge Eta J durch J betrachten. Ne? Immer noch im Hinterkopf behalten, das wollen wir ja zeigen, dass Eta J durch J gegen 0 geht und UJ hat ja auch als Komponenten genau die Eta J. Ne? Also macht es ja Sinn, dass ich jetzt hier die Maximumsnorm auch betrachte. Okay, ja. Also Resultat, nicht Resultat, Resultat, Resultat doppelt. Gut, ja. Also für alle J aus N0 gilt Norm UJ in der Maximumsnorm ist kleiner gleich C. So, dann betrachte ich. Ja, ich brauche ja das hier, ne? Also die Maximumsnorm dividiert durch J. Das ist größer gleich 0 und das ist kleiner gleich C durch J. Das geht gegen 0. 0 geht auch gegen 0. Ja, und dann gab es in der Analysis das sogenannte Sandwich-Lemma oder auch Schachtelungsprinzip genannt. Und das bedeutet, dass auch die mittlere Folge gegen 0 geht. Ja? Und jetzt erinnern wir uns nochmal, was UJ war. UJ war der Vektor aus den Komponenten. Also Eta J war die Komponenten. Ne? Also, und wenn ich hier das Größte nehme,
geht mein Resultat gegen 0, also gilt auf jeden Fall für alle J aus N0, dass auch Eta J durch J gegen 0 liegt. Und das wollte ich zeigen und damit ist der Beweis fertig. Ja, war anstrengend, aber ich finde den Beweis insofern sehr schön, weil er halt sehr abwechslungsreich ist. Ne, und alles mal aus dem Grundstudium und aus Numerik 1 nochmal vorkommt. Ja, damit man auch sieht, dass manche Begriffe gar nicht so dumm sind, ne, dass man die am Anfang einführt, ne, weil sie dann doch irgendwann mal wieder kommen. Ne? Klar, wenn man das erstmal hört, da fragt man sich natürlich bei jedem Begriff, ja, muss das denn sein? Schöne Definitionen, ne? Wo braucht man das? Ne? Tatsächlich, irgendwann kommt es mal wieder. Ne? Gut. Ja. Damit haben wir den Stabilitätsbegriff von Mehrschrittverfahren geklärt. Ja? So, und das Schöne ist, durch dieses Kriterium, was uns die Definition 9.11 ja liefert, können wir ein gegebenes Mehrschrittverfahren ganz leicht auf Stabilität prüfen. Wir brauchen keine Tailentwicklung mehr, wir brauchen gar nichts mehr. Wir brauchen nur noch das charakteristische Polynom, was wir direkt ablesen können, bestimmen davon die Nullstellen und gucken mal, sind die Beträge kleiner gleich 1 und so weiter. Ja? Das ist halt das Schöne daran. Und dasselbe gilt auch für Konsistenz. Auch Mehrschrittverfahren kann man auch sehr leicht auf Konsistenz prüfen. Dazu braucht man noch das sogenannte zweite charakteristische Polynom zusätzlich. Da kommen wir gleich zu. Ja? Und dann gilt auch die Aussage, aus Konsistenz und Stabilität folgt Konvergenz. Ja? So, und das sehen wir uns jetzt erstmal auf den Folien an. Wieder drauf austrocknet. So, ich will zurück. Falls jemand weiß, wie man beim MacBook Folien überspringen kann, also irgendwie sowas wie gerne den Anfang und gerne den Ende, schreibt mir doch bitte eine E-Mail. Aber ich könnte auch mal googeln. Gut. Ja, Satz 9.7 habe ich vollständig bewiesen gerade, bis auf halt die Übungsaufgabe. Ne? Ja, dann gibt es erstmal die Aussage, dass aus Konvergenz Stabilität folgt. Das ist der Satz 9.8. Ja, man braucht noch eine Zusatzbedingung, dass die Verfahrensfunktion im Falle groß F gleich 0, also für die Differentialgleichung U' gleich 0, gleich 0 ist. Ja, das ist aber nichts Besonderes, wenn U' gleich 0 ist. Ja, dann ist U eine Konstante. Ich schreibe da noch nachher was zu an die Tafel. Ne? Ja. Also aus Konvergenz und dieser harmlosen Zusatzbedingung hier folgt, dass es auch stabil ist. Ja, und der Satz 9.9 ist einer der allerwichtigsten Sätze in der Numerik, oder der wichtigste Satz in der Numerik der Differentialgleichung, der gewöhnlichen Differentialgleichung. Konsistenz und Stabilität ist äquivalent zu Konvergenz. Ja? Genauer, ein konsistentes Mehrschrittverfahren mit dieser Zusatzbedingung wieder und eine Lipschitz-Bedingung, ja, für alle Eta Is, da steht hier eine Summe auf der rechten Seite, ist genau dann für alle F konvergent, wenn es stabil ist. Ja, also Stabilität wissen wir ja schon, wie man es prüft. Konsistenz geht mit Hilfe des sogenannten zweiten charakteristischen Polynoms. Ja?
Gut, jetzt müssen wir wieder von unseren Differenzengleichungen weggehen. Ja? Die Differenzengleichungen, die waren ja homogen, das heißt auf der rechten Seite stand 0. Beim Mitchell-Verfahren natürlich nichts, auf gar keinen Fall steht da eine 0. Und da steht eine rechte Seite, ne? H mal die Verfahrensfunktion. Und ich hatte ja gesagt, wir beschränken uns hier nur auf lineare Mitchell-Verfahren. Das heißt, unsere Verfahrensfunktion besteht hier aus einer Linearkombination der Funktionswerte f, groß f mit Koeffizienten bis. Ja? Genau, und diese bis, die auf der rechten Seite stehen, die liefern mir wieder ein Polynom, Summe i gleich 0 bis r über bi lambda hoch i. Das nenne ich Xi von lambda und das ist mein zweites charakteristisches Polynom, jetzt aber des Mitchell-Verfahrens, nicht mehr der Differenzengleichung. Ja, und was man zeigen kann, das ist auch eine Übungsaufgabe, dass ein Mehrschritt, oder ich glaube nur eine Richtung davon, ich bin mir nicht ganz sicher, es gilt genau dann, aber ich glaube, wir sollten nur eine Richtung beweisen, ein Mehrschrittverfahren ist genau dann konsistent, ja, wenn Chi von 1 gleich 0 ist und wenn Chi Strich von 1 gleich Xi von 1 ist. Ja, das ist ja wunderbar, das kann ich ja alles ausrechnen. Ne? Ich prüfe wieder, ob 1 eine Nullstelle ist von meinem ersten charakteristischen Polynom. Das brauche ich bei der Stabilität sowieso. Ne? Ja, und dann breche ich doch die Ableitung an der Stelle 1, das kriege ich auch hin, und überprüfe, ob das gleich Xi von 1 ist, also das zweite charakteristische Polynom ausgewertet an der Stelle 1. Ja? Ja, das ist so eine wunderbare Bedingung. Das heißt, das kostet nun wirklich keinen Aufwand, wenn ich mir jetzt ein Mehrschrittverfahren ausdenken würde, also wenn ich ein neues entwickeln würde, ja, und überlege, dann macht das Sinn, ja, dann prüfe ich einfach die Bedingung. Nehme ich mir ein Blatt Papier, schreibe zwei Zeilen auf und bin fertig. Ja, gibt es auch ein paar Übungsaufgaben zu. Und was noch schöner ist, man kann nicht nur sagen, ob ein Mehrschrittverfahren konsistent ist. Ja, man kann sogar mit einfachen Mitteln, ja, die sind nicht ganz so einfach, auf die Konsistenzordnung schließen. Ja? So, und das sagt dieser Satz hier, das ist der Satz 911, dass folgende Aussagen äquivalent sind. So, ein Mehrschrittverfahren der Konsistenzordnung P, genau dann, wenn, und jetzt kommen verschiedene Aussagen auf der nächsten Folie auch noch. Ja? So, ich habe jetzt einfach mal aufgeschrieben, so wie ich sie, ich habe die nicht auf dem Stöbulisch, ich habe die tatsächlich aus meiner alten Numerikvorlesung gefunden. In meiner alten Numerikvorlesung gefunden. Ich weiß nicht, aus welcher Quelle das jetzt ist. Also im Stöbulisch steht es nicht so ausführlich. Okay. Dann gucken wir mal, was wir hier für Kriterien haben und gucken mal, welches am besten geeignet ist. Ja? Also, hier steht sowas wie, es gilt, dass die Summe von i gleich 0 bis r minus 1 über i hoch l ai minus l i hoch l minus 1 b i gleich 0 ist, für l gleich 0 bis p. Ja, das ist eine Summe, die kann ich ausrechnen. Ne? Kann ich schon mal was mit anfangen. Okay, gibt es vielleicht noch was Besseres? So, das Mitchell-Verfahren liefert für eine spezielle Wahl groß f von x, u gleich l mal x hoch l minus 1 bei exakten Startwerten, nicht Startwerten, eta i gleich x i hoch l, die exakte Lösung x hoch l, ne? U Strich gleich das, Stammfunktion wäre x hoch l, für l gleich 0 bis p. Ja. Kann ich auch verwenden, schadet ja nicht, ein Mehrschrittverfahren zu implementieren. Und dann gucke ich mal, was das in dem Fall macht. Ne? Kann man also auch was mit anfangen. So, dann geht es hier weiter. Das ist eigentlich Satz 911 Fortsetzung, nicht Satz 912. Okay. Schöne Nummerierung, was durcheinander kommt. Ist aber nicht schlimm. So, dann gilt wieder was für eine spezielle Differentialgleichung, nämlich U' gleich U, die kennen wir auch schon mit Lösung e hoch x. Ne? Gilt, dass der diskrete Diskretisierungsfehler in O von A hoch P, H hoch P ist für alle Lösungen U-Schlange. Ist nicht schön, für den lokalen Diskretisierungsfehler brauchen wir wieder Taylor. Ne? Also 4i vergessen wir mal. Was ist denn mit der 5i? Die Funktion phi von x gleich chi von e hoch x minus x mal xi
von E um x hat x gleich 0 als p plus 1 fache 0 stellen. Ja? Ja, das kann ich doch schön, das kann ich ausrechnen. Das kann ich differenzieren, naja, von E um x, dann wird die Kettenregel eine Rolle spielen, aber das kann man alles machen. Ne? Ja, und wenn ich p plus einfache Nullstelle ist, müssen alle Ableitungen bis zum Grad p an der Stelle 0 gleich 0 sein, von der Funktion. Ja, gibt es auch eine Übungsaufgabe zu, das ist nicht so schnell gemacht, ne? Man muss Ableitungen ausrechnen und einsetzen. Das kann was länglicher werden, ne? Aber das ist auf jeden Fall mit einem großen Zettel und einem Stift zu lösen. Und da gibt es noch die Aussage, die steht im Sturbulus, dass diese Funktion q von Lambda gleich chi durch Lambda, gleich chi von Lambda durch ln Lambda minus xi von Lambda hat l gleich 1 als p-fache Nullstelle, kriegt man auch wieder über das Ableiten raus. Ne? So, jetzt wird sich hier natürlich jeder fragen, wie ln Lambda steht im Nenner. Und ich will aber Lambda gleich 1 einsetzen. Ja? ln von 1 ist ja 0. Dividiere ich da nicht durch 0. Man muss natürlich, und das wird auch Teil des Beweises sein, anders kann ich mir das nicht vorstellen, diese Funktion chi von Lambda durch ln Lambda, die ist an der Stelle 1, Entschuldigung, an der Stelle Lambda, weil an der Stelle Lambda gleich 1 stetig hebbar, stetig fortsetzbar. Ja? Dann funktioniert es. Ja, und dann haben wir noch den letzten Satz, aus Konvergenz folgt Konsistenz. Ja, und damit haben wir alles, was wir brauchen. Ja? Okay. Ja, ein paar Sachen wollte ich zu den Sätzen noch anschreiben. Eine Beweiskizze, eins war Übungsaufgabe und dann wollte ich noch ein paar Quellen angeben. Sturbulus, wo das zu finden ist. Also, genau, zu dem Satz 9.6. Also aus Konvergenz folgt Stabilität. Naja, was ich hier machen möchte, ist nur eine Beweisskizze. Ja, Voraussetzung, die wir da hatten, war ja phi von x, u h 0 gleich 0, also konstant 0, deswegen drei Gleichheitszeichen. Also für f konstant 0. Ja, ich will euch nur mal zeigen, wie diese Voraussetzung da eingeht. Naja, dann ist das Anfangswertproblem, dass u' komplett 0, konstant 0 ist. Ne? Mit u von x 0 gleich 0 natürlich. Ja? Das bedeutet, dass u eine konstante Funktion ist. Ne? Also u gleich konstant. Na gut. Da brauchen wir eigentlich kein Mehrschrittverfahren mehr. Ne? Wenn wir einen Funktionswert mal ausgerechnet haben, dann ist der überall gleich. Da brauchen wir uns ja nicht schrittweise fortzubewegen. Der wird ja überall gleich bleiben. Aber gut, ist ja jetzt nur in der Theorie. Ne? Gut, wenn das unser Mehrschrittverfahren ist konvergent, das ist die Voraussetzung, dann ist es aber auch konvergent für dieses Problem. Ne? Das ist ja unabhängig von dem Problem. Und die Verfahrensfunktion ist 0. Ja?
Das heißt, wir haben unser lineares Mehrschrittverfahren. Das sieht ja dann so aus. Eta J plus R plus AR minus 1, Eta J plus R minus 1 plus und so weiter plus A0 mal Eta J ist gleich. Naja, ich finde hier 0, aber was man halt noch macht, sind irgendwelche Rundungsfehler. Also ich stehe ja eigentlich H mal und jetzt, ich nenne das mal Epsilon J plus R. Ne? Das sind irgendwelche Rundungsfehler, Verfahrens- oder Rundungsfehler. So, und jetzt betrachte ich noch hj, das ist x minus x0 dividiert durch j. Ja, Konvergenz bedeutet auch insbesondere Konvergenz für jede Schrittweite. Ja, beim letzten Mal habe ich ja auch für Einschrittverfahren zumindest euch eine Schrittweiten-Steuerung vorgestellt. Ja, die kann man auch sich für jedes Mehrschrittverfahren einfach überlegen. Ich wähle jetzt also auch H nicht über konstant, sondern ich wähle H variabel. Ich wähle das abhängig von X, wo ich mich gerade befinde. Differenz zu 0 durch J, das heißt, ich konvergiere gegen 0, ne? Für J gegen unendlich. Ja, Konvergenz. Insbesondere für jede Schrittweite. Das ist ja nur eine Beweiskizze, ne? Was ich hier mache. Deswegen ist das alles hier ein bisschen schwammig. Für jede Schrittweite. So, was gilt jetzt? Das schreibe ich jetzt auch nur ganz schwammig hin. Ja, hj mal j. Mal eta j. Ich will ja auf Stabilität kommen, ne? Also eta j durch j wieder betrachten. Also, naja, hj geht gegen 0. Das Eta J liefert mir quasi die Konstante bis auf Rundungsfehler. Ja. Das driftet aber nicht ab, wenn es uns konvergiert, ja. Das geht auf jeden Fall gegen 0, wenn HJ gegen 0 geht. Ja. So, eingesetzt, x minus x0 durch J mal Eta J geht gegen 0. Naja, das interessiert nicht, das ist unabhängig von J. Also geht auch Eta J durch J gegen 0. Ja, und damit ist das Verfahren stabil nach unserem Satz 9,5, den ich eben bewiesen habe. Ja. Ja. Wie gesagt, ist nur eine Beweisskizze. Details findet ihr, wen es interessiert, im Stür-Bulirsch 2. Los ich mal ab mit SB. Das alles nummeriert. Die Nummer ist 72101 und man findet es auf den Seiten 150 und 51. Ja, ist schon ein längerer Beweis. Ne? Das ist nur die absolute Zusammenfassung davon. Ne? Aber nur damit ihr seht, warum diese Voraussetzung in irgendeiner Form wichtig ist. Ja? Okay, ja, dann würde ich doch gerne kurz was zu den anderen Sätzen auch anschreiben. Die sind auf jeden Fall alle wichtig. Ja. Beliebte Prüfungsfragen.
Also, der nächste Satz war der Satz 9-7. Das ist sowas wie Konsistenz. Und Lipschitz-Bedingungen, das spare ich mir jetzt. Plus Stabilität. Ist äquivalent zur Konvergenz. Den Beweis gibt es auch im Stirbulisch 2. Das wäre die Nummer 7-2-10-3. Das ist ein langer Beweis. Auf den Seiten 151 bis 153. Und es wird tatsächlich bei dem Beweis auch der Gesamtfehler betrachtet, ja, also inklusive Rundungsfehler. Ne? Dann hatten wir den Satz 9-8. Mehrschrittverfahren konsistent, das ist sehr wichtig, ja. Also ich komme gerne auf die Idee in der Prüfung und gebe euch irgendein Mehrschrittverfahren und ihr sollt mir sagen, ob das konsistent ist. Ja? Das ist genau dann der Fall, wenn Chi von 1 gleich 0 ist und Xi, andersrum, Entschuldigung. Chi Strich von 1 ist Xi von 1. Ja? Also man braucht erstes und zweites charakteristische Polynom ausgewählt an der Stelle 1. Und damit kann man ja, auf konsistent schließen. Ja, das heißt, wir brauchen keine Taylor-Entwicklung mehr. Aber es ist eine Übungsaufgabe. Und da, um das einmal zu beweisen, brauchen wir natürlich Taylor. Ne? Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr auf dem Kopf, ob ihr beide Richtungen beweisen sollt oder nur eine. Das seht ihr ja dann. Achso, eine Richtung geht mit dem Satz 9-9. Ich weiß jetzt nicht mehr welche. Also mit dem Satz, der jetzt folgt. Das muss natürlich dann sein, dass das dass der Satz 9-9 unabhängig von Satz 9-8 bewiesen wird, aber das ist ja dann so. Das wird wohl so sein. Ja, der Satz 9-9 waren die ganzen Äquivalenzen, ne? Also für die Konsistenz Peter Ordnung. Da ist nur, also den Beweis haben wir in Numerik damals auch nicht gemacht, das heißt, ich habe da keinen Beweis zu. Der einzige Beweis, der im Stirbulisch steht, ist 1i ist äquivalent zu 6. Stirbulisch 2, 7, 2, 11, 8, Seite 157. Dann hat man zum Schluss noch den Satz 9-10. Aus Konvergenz folgt Konsistenz. Das ist im Stirbulisch Nummer 7, 2, 11, 4, Seite 155, 56. Ja, also, wen es interessiert, lese das gerne nach. Aber das alles hier vorzuführen, das würde den Rahmen sprengen. Und dann käme ich zu sonst keinem schönen Thema mehr. Ja, das Ganze habe ich jetzt nochmal Folie zusammengefasst. Wie gesagt, das
ist schon sehr prüfungsrelevant, das sollte man sich merken. Für Eintrittsverfahren gilt Konsistenz, Peter, Ordnung und diese Lipschitz-Bedingung für Phi im Eta-Argument gilt genau dann, wenn Konvergenz, Peter, Ordnung vorliegt. Und bei Mehrschrittverfahren kommt dann noch die Stabilität mit dabei. Ne? Und Konsistenz und Stabilität sind halt mit diesen einfachen Rechnungen mit Hilfe der charakteristischen Polynome zu überprüfen. Ja? So, spät haben wir es? Ja, anderthalb Stunden sind jetzt rum. Ja, ja. Sind rum. 28 haben wir jetzt. Wir haben 5 vor angefangen. Okay, ja. Dann lohnt es sich nicht mehr, ein neues Thema anzufangen. Vielleicht schon mal die erste Folie. Das letzte Kapitel, die letzten numerischen Verfahren, mit denen wir uns beschäftigen, sind dann die Runge-Kutta-Verfahren. Das sind Einschrittverfahren. Gut, die Reihenfolge ist jetzt zwischen Mehr- und Einschrittverfahren ein bisschen durcheinander, aber das ist so gewollt. Ja? Ich wollte wirklich erst die Begriffe Konsistenz und Konvergenz haben, ehe ich jetzt zu Runge-Kutta-Verfahren komme. Ne? Ja, also damit hier keine Verwirrungen entstehen, deswegen diese Folie hier, den roten Balken, ich lege die zu Beginn der nächsten Veranstaltung auch nochmal auf. Runge-Kutta-Verfahren sind Einschrittverfahren, keine Mehrschrittverfahren. Ja? So, und man macht natürlich theoretisch wieder Taylor-Entwicklung zwischen diesen Delta und Phi, ne, um halt den lokalen Diskretisierungsfehler zu bestimmen. Das tun wir hier nicht, aber die Ideen der Runge-Kutta-Verfahren möchte ich motivieren und ein paar klassische Runge-Kutta-Verfahren zumindest anschreiben. Ne? Und dann kommt noch ein bisschen Nachgeplänkele zu Differentialgleichungssystemen, höherer Ordnung, wie man die auch analytisch löst. Ah ja, Schießverfahren kommen noch, genau, für Randwertprobleme. Ne? Ja, also es ist ja, doch, ich denke, ich brauche mindestens noch eine Veranstaltung für die gewöhnlichen Differentialgleichungen. Gut, dann schöne Pfingsten und bis zum nächsten Mal. Ja. Ja, okay. Ja, danke dir, perfekt. Boah, es war mir drin. Ja, ja. Ja, kannst du den Stream beenden? Ach ja, aber Fragen. Ja. Ja, ja, ich habe schon das Fenster da hinten aufgemacht. Mhm. Ich kann jetzt auch die Tür wieder aufmachen. Das ist jetzt ein bisschen durch.